Beginnen wir mit der Adolfine H. Sie sagt, oder sie schreibt, Schwätzer und... Warum wird hier gebohrt? Na gut. Daniel Cherberp, hier wird immer noch gebohrt. Vorne ist der Kofferraum, du Hurensohn. Vorne wird das nicht mit... Ah nee, vorne wird genau so geschrieben. Hurensohn, ach okay, ich glaube, der meint einfach, dass vorne der Kofferraum ist und nicht hinten. Ich glaube, heutzutage drückt man das so als Heranwachsender aus. Das ist, glaube ich, politisch mittlerweile korrekt. Oh mein Gott, wie behindert kann man sein? Hier bohrt immer noch jemand. Mann! Er schreibt Daniel Steiger, also das mit dem Bohren jetzt nicht, aber komm, wir gehen zum nächsten. Okay, Leute, was ganz Hartes von David Mitte oder David Middle, wie ich ihn nenne. Ja, ich bin ein internationaler YouTuber. Du nervst mich deswegen. Dislike und kein Abo mehr. Nein, ich hab ein Abo verloren. Ich bin blond. Du Hurensohn. Schreibt durchgespielt 33 zu einer GTA 5 Folge. Das ist schön für dich, ich bin braunhaarig. Du Hurensohn. Ey, du bist so schlecht, du Lappen, ey, schreibt Love Fitness. Ja, zu einer weiteren GTA 5 Folge. Ein Lappen. Ich könnte einen Lappen zum Putzen gebrauchen, denn ich müsste hier mal putzen. Es muss schon wieder jemand hier. Warum hackt dein Video immer so? Schreibt Marvin Liebke. Er beantwortet seine Frage quasi selber mit darum. Gut, wenn man mit sich selber diskutieren und auch einfach mal Monologe führen kann. Das ist schön. Mache ich jetzt auch, ne, Patrick? Ja. Okay, Leute, jetzt wird es sehr hart. Von Matthias Klötzer. Beachtet bitte das Bohren im Hintergrund nicht. Er schreibt zu einer GTA-Folge, in der ich modde. Du scheiß Cheater, warum cheatest du dir Geld und machst dich unsterblich? Du Penner, Mann, fick dich ins Knie. Hurensohn. Hurensohn haben wir in der heutigen Folge übrigens schon dreimal gehört. Ich sollte vielleicht einen Counter machen. Ja gut, also nochmal cheaten und modden, das ist ein Unterschied. Das erkläre ich vielleicht in einer neuen Folge zu GTA 5. Bald auf meinem Kanal. Okay, Leute, ich gebe zu, mein Englisch ist jetzt nicht unbedingt so gut, aber Max Frehle, ja, der kann das noch ein bisschen besser. Und zwar schreibt er, wie spielt man First Person? Ich meine, er meint First Person. Person, also aus der Ego-Perspektive, aber Person. Gut, vielleicht kommt er irgendwie aus Norden oder so. Ich weiß es nicht. Mann, dieses Buhn! Okay, Männchen Reinhardt schreibt oder fragt, man weiß es nicht. Es gibt ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Bist du dumm? Und einen Daumen nach unten natürlich. Ich mache mir Gedanken, ich beantworte diese Frage vielleicht am Ende des Videos. Ja, wir nähern uns dem Ende. Jetzt wieder ein Kommentar von Minecraft underscore Freak. HD. Schlecht. Noob. Ah, gut, dass ich ein Noob bin, das weiß ich jetzt auch schon. Wir gehen zum letzten Kommentar. Ah! Wir enden mit der Sorakun nochmal Lappen. Wie gesagt, also Lappen könnte ich gut gebrauchen, könnte ich hier nochmal putzen und so weiter und so fort. Ja. Das war auf jeden Fall der letzte Kommentar der Serie. Böse Kommentare lieb vorgelesen. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier keinen irgendwie blöd anmachen oder sonst wie. Und ich werde natürlich auch nochmal Fragen beantworten. Also liebe Kommentare. Und die sind ja sowieso immer in der Mehrzahl. Und überwiegen ja sowieso. Aber trotzdem, ich finde das immer ganz lustig, auch mal so Kommentare ab und zu hier rauszuziehen aus meinem Kanal und die dann vorzulesen. Und ja, kann man mal machen. Da sieht man immer mal, was es dann doch für Lappen auf dieser Welt gibt, mit denen man nicht putzen kann, aber die dann irgendwie einen Mist schreiben. Und den Leuten kann man nur empfehlen, vielleicht einfach noch ein Jahr, ein Schuljahr dranhängen. Und dann, ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.